So, meine lieben Zuschauer, dann starten wir mal das heutige JFD-Devisenradar zum Mittwoch, dem 25. März. Und wir wollen uns hier den Euro gegenüber dem US-Dollar anschauen, der sehr, sehr interessant daherkommt. Wir hatten ihn unlängst schon mal in der Beschau. Sie sehen hier den Stundenchart vom 19. März, also hier einem Tag nach dem Fed-Event. Wir schauen uns kurz das mal in der Stunde an. Und das ist im Prinzip der unveränderte Preisschart im Stundenchartintervall hier zum Euro-US-Dollar. Nach dem starken Hype hier der Fed ging es eben darum, dass wir hier eine Annahme hegen, dass dieser Supportbereich, der hier sehr, sehr signifikant daherkam, inklusive dieser Aufwärtstrendlinie, dem Euro gegenüber dem US-Dollar hier tags drauf eine mögliche Unterstützung bieten könnten. Es ging hier heiß her, Sie sehen es, wir haben auch kurzfristig die Trendlinie unterschritten, haben auch hier diesen Supportbereich um 1,064 unterschritten, aber richtiger Verkaufsdruck blieb aus und hier das Szenario bei Preisen unterhalb von 1,058 blieb letztlich aus im Sinne neuer Tiefs. Stattdessen hat sich Euro-US-Dollar hier stetig weiter erholt, den Weg gen Norden eingeschlagen. Und nun ist es so, dass wir hier jetzt wieder die komfortable Situation haben, einen schönen Supportbereich im Chart zu identifizieren, zu lokalisieren. Und dieser erlaubt es dem Euro-US-Dollar hier durchaus bereits jetzt wieder nach oben anzusteigen. Wir haben hier im Bereich knapp unter 1,09, also hier konkret 1,089, 1,088, diese Supportzone liegen, die sich hier eben auch von dem Hoch des Fed-Events, von den knapp erreichten Hochpunkten des 20. März und hier eben von den Pullback-Läufen am 24.-23. März. Das heißt, wir haben hier eine signifikante Zone, die immer mal wieder auch für Interesse sorgte, beziehungsweise hier für April-Effekte. Und genau das ist es eben, was den Euro gegenüber dem US-Dollar jetzt hier interessant macht. Wir sind auch heute hier über den Pivot-Point bereits rausgeschossen, im Sinne eines starken Impulses hier in der Vorstunde. Euro-US-Dollar versucht sich jetzt hier mehr oder weniger zu stabilisieren. Es kann gesagt werden, wenn wir über 1,09 45 bleiben, also hier dem Daily Pivot Point, sieht es nicht schlecht aus, dass wir hier zumindest das Resistant Level 1 als nächstes ansteuern dürften. Das wäre hier eben auch im Sinne dessen, dass wir nicht nur das Resistant Level 1 dort haben, sondern auch hier einen Horizontalwiderstandsbereich aus dem Vortag, gerade im Intraday-Bereich hier knapp unter der Marke von 1,10. Sehr, sehr interessant. Dies dürfte das erste Ziel auf dem Weg in Norden sein, um dann letztlich hier das Hoch vom Fed-Event anzusteuern. Das war hier ein Preislevel von 1,1042 und dies sind im Prinzip die Tendenzen des heutigen Tages. Wir haben heute gerade mal 68 Pips zurückgelegt. Im Schnitt Euro-US-Dollar mit erhöhter Wolla soll heißen, wir haben hier nach oben hin durchaus noch Platz von bis zu 100 Pips. Das verspricht natürlich hier im Ausdehnungsfall noch weitaus höhere Niveaus. Resistance Level 2 und 3 wären hier im Sinne einer Ausdehnung durchaus erreichbar. Also Stundenchart hier sehr, sehr interessant. Doch was sagt der Tag dazu? Sie werden es wissen, Euro-US-Dollar im Hinblick der Wochentagsstärke oder vielmehr Schwäche, gerade zum Wochenende hin schwächer, beziehungsweise ab der Wochenmitte, Donnerstag, Freitag, Sie sehen es, 38 zweimal und dann am Freitag sogar nur 35% positiver Schlusspreise. Das ist spärlich, aber jeder Trend geht mal zu Ende. Und natürlich aufgrund dieser starken, verlustreichen Tage ist durchaus auch mal eine Umkehr denkbar. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass der Markt hier stringent diese Levels hier im Sinne einer ungeänderten Fortsetzung negativ ausführt. Euro-US-Dollar hat hier durchaus Chancen, einen Reversal einzuleiten und das sieht gar nicht mal schlecht aus. Deswegen schauen wir uns mal dazu den übergeordneten Chart an. Wir gehen jetzt mal von der Stunde in den Monatschart, nur ganz kurz, um hier nochmal darzustellen, dass wir hier am großen Abwärtstrendkanal, an dieser großen Abwärtstrendkanallinie, dieser unteren hier, abgeprallt sind im laufenden Handelsmonat, gerade durch den Fed-Event. Das war der Impulsgeber. Und das sieht hier nicht schlecht aus, als dass wir hier weitere Erholungen fahren könnten. Ich hatte am Wochenende ja die Ehre, bei der VTAD-Frühjahrskonferenz auch schon zu referieren darüber, auch US-Dollar-Yen im Blick zu haben. Und hier wurde eben auch die Annahme getätigt, dass jetzt durchaus Potenzial ist, hier bis in den Bereich 1,1870, 1,8077, 1,20, möglicherweise sogar noch höher. Das muss man mal abwarten, aber technisch hat Euro-US-Dollar hier definitiv Platz, Erholungspotenzial zu generieren. Könnte auch nochmal zu Spikes nach unten kommen, doch scheint mir das schwerlich vorstellbar. Denn wenn wir uns jetzt den Tageschart anschauen, dann sehen wir hier, auch die Annahme vom Fed-Event hier unverändert im Übrigen im Chartverlauf. Leichte Rücksetzer danach, gerade an dieser Abwärtstrendlinie hier kurzfristiger Natur seit Dezember herleitend. Und genau da notieren wir jetzt wieder. Sie sehen, wie wichtig das Level ist und wie wichtig der heutige Tag sein kann. Euro-US-Dollar hat die Chance, hier heute rauszuziehen. Gerade wenn wir das gestrige Hoch hier oberhalb von 1,029 überwinden, dann wäre das Hoch vom Fed-Event 1,1042.
also hier 1,1029 von gestern, 1,1042 vom Fed-Event. Wenn wir darüber rausziehen, dann hat Euro-US-Dollar hier kurzfristig in jedem Fall die Chance, eine weitere Performance zu erzielen. Gar keine Frage, das sieht gut aus und ich bleibe durchaus dabei, dass der Bias jetzt hier kurzfristig weiter bullisch gestimmt ist, was den Euro gegenüber dem US-Dollar hier weiter Auftrieb bescheren sollte. Faktisch aber, wir müssen hier jetzt über 1,1029, 1,1042 rausziehen. Dann haben wir weiteres Potenzial im Sinne der nächsten Tage hier nach oben rauszuziehen, anzuziehen. Wir können sogar jetzt hier komfortablerweise auch schon Aufwärtstrend in den Chart legen. Das wäre mal hier die Annahme, wenn alles dabei bleibt, dass wir uns jetzt hier schön nach oben entwickeln. Faktisch aber, Umkehrfall, wenn wir hier das Tief vom 23. unterschreiten, 1,0971, Obacht geben, dann wäre hier erstmal wieder die Rückkehr unter den EMA 20 erfolgt, Trendlinie gebrochen, eben hier auch das neue Tief unterschritten. Und das wäre dann natürlich eine sehr, sehr ungünstigere Variante und da muss man davon ausgehen, dass wir die letzten Lows ansteuern. Doch dafür spricht eigentlich nur die Saisonalität, dass das passiert. Sie sehen hier, das ist ein bisschen bedauerlich. Wir haben hier von der Saisonalität keinen Rückenwind. Euro-US-Dollar mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage ganz klar gen Süden ausgerichtet. Aber wenn wir das Bild mal ein Stück weit vergrößern, dann sehen Sie, was uns möglicherweise erwartet. Mit oder ohne neue Tiefs. Wir haben beim Euro-US-Dollar hier ab Mitte Mai eine bullische Tendenz vor uns. Ja, Sie sehen aber hier der April-Rücklauf, den wir gerade mit Blick auf den kommenden 20 Handelstage gesehen haben, eher unschön, um dann hier sogar Ende April, Anfang Mai hier nochmal einen richtigen Rücksetzer zu sehen, rein saisonal. Dass das passieren muss, will ich nicht unterstreichen, denn wir haben ohnehin in den letzten 8-9 Monaten einen starken Ausverkauf gesehen, auch schon gegen die dann eigentlich bullische Saisonalität. Das heißt, hier könnte sich durchaus dies in einer gewissen Relevanz auflösen. Tatsache ist aber, saisonal bedingt haben wir hier in Bälde auch schon Rückenwind. Wenn der Chart jetzt hier im Prinzip die Grundlage dafür schafft, eben hier Ausbrüche zu vollziehen, dann sieht das eben gut aus, dass wir hier auch mit Blick auf die nächsten Monate eine weitere Performance erreichen können. Euro-US-Dollar in jedem Falle sehr, sehr interessant. Hier im Stundenchart werde ich das mal kurzerhand aktualisieren. Das wäre nämlich definitiv die Annahme. Selbst wenn wir jetzt hier ein bisschen um den Pivot Point herum kämpfen, sollte es hier im Bälde zu einem Ausbruch kommen. Idealerweise eben nach oben. Alles andere wäre unschön. Wir können auch hier nochmal das Tief der Kerze vom 23. lokalisieren. Das war das Low von 1,0767. Das ist das Tief, was wir unterschreiten müssten. Das wäre hier das. 1,0767. Genau, jetzt haben wir es. Das war der richtige Wert. Und das wäre auch heute dann der Fall, wenn wir das Support Level 2 eben deutlicher unterschreiten, dann müsste man davon ausgehen, dass wir hier eine weitere Schwäche sehen. Doch, das ist nicht das präferierte Szenario, eher weiter nach oben. Das zeigen auch die Rainbow-Strukturen in den untergeordneten Timeframes. Insofern toi toi toi. Mal sehen, ob es Euro schafft. Ich sage danke fürs Einschalten beim jetzigen JFD-Devisenradar. Wenn Sie mögen, nachher gibt es noch wieder eine Beschau zum DAX. Und dann geht es weiter im Laufe des Tages. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer.